So, meine Lieben, da sind wir wieder. Wir haben diesen Plan das letzte Mal bekommen und ich muss jetzt echt mal mich kurz orientieren. Greifen Sie auf die Ermittlung von Mrs. Strange zu. Okay, wir müssen aber jetzt erstmal gucken, was habe ich hier eigentlich alles im Inventar? Wir haben ein Eisenzahnrad, ein Bronzemedaillon, ein heraldisches Emblem, ein Schild. Und nach wie vor diesen Schwertschlüssel. Das heißt, wir haben mit Sicherheit irgendwo noch eine Tür mit Schwertschlüssel und diesen Cameo-Ring. So, das heißt aber für mich, wir gehen erstmal wieder nach weiter. Schwertschlüssel. Wo haben wir noch einen? Wo könnten wir noch einen Schwertschlüssel haben? Aber bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay, hier war, ach ja, da war mein bekanntes Telefon. Da ist das Gästezimmer. Also okay, gleich habe ich nochmal Orientierung. So, dann haben wir. Genau, das war ja der Bereich. So, da ist das Esszimmer. Da geht es zum Weinkellerküche. Okay, dann müssen wir kurz nochmal andersrum. Hier war doch nochmal irgendwas. Löwenkopfrelief. Das nützt uns nichts. Hier waren wir ja genau, das war das. Löwenkopfrelief, alles klar. So, hier waren wir aber auch schon. Genau, das haben wir also soweit offen. Auch Löwenkopf, alles klar. Das ist unsere Tür vom Anfang. Dann gehen wir mal kurz hier raus. Aber ich würde gerne mal gucken, ob hier schon irgendwas davon verwendet werden kann. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man das irgendwo einsetzen. Nee. Aber kann ich das eine Zahnrad denn jetzt da in diesem anderen da einsetzen? War das hier bei den Wohnräumen? Ich habe gerade echt null Orientierung. Ich habe leider einen kurzen Moment ausgesetzt zum Spielen und weiß jetzt schon gerade wieder nicht, wo ich lang muss. So, hier war das Musikzimmer. Jetzt bin ich aber einmal rund gelaufen, richtig? Richtig. Da war das Bad. Hier. Musikzimmer, genau. Dann muss ich doch wahrscheinlich wieder hoch. Kurz mal gucken, dass wir da zurechtkommen. Ah, hier ist ja, sind ja auch grüne Wände, kann ja mal. Genau, hier ist das Mädchenzimmer. So, hier, genau, da haben wir ja. Auf dem Dachboden waren wir ja jetzt zum Schluss, weil wir hier das repariert hatten. Jetzt ist aber die Frage, was müssen wir sonst noch machen? Bronzemedaillon. Schwertschlüssel. Ich gehe noch mal hier hoch. Ach ja, wir haben ja auch noch das Kleid. Da oben war das. Hier konnten wir nichts öffnen. Wo ist denn dieser Kaminplan, den wir da haben? Okay, wir haben auch ein bisschen was verloren. Wo ist das denn? Welcher Raum? Welcher Raum könnte das sein? Bin mir da gerade nicht sicher. Da muss ich noch mal echt krass gerade jetzt überlegen. Oder haben wir irgendwo was übersehen? Im Weinkeller vielleicht? Doch noch mal raus? Nee, das war
Das ist ja hier das Kinderzimmer, genau. So, ich gehe doch noch mal. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Vielleicht waren wir auch im Weinkeller gar nicht fertig. Musikzimmer? Bad, okay, alles klar. So, ich muss hier durch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Mal gucken, haben wir vielleicht doch hier irgendwas übersehen? Nee, hier waren wir ja fertig, sowas. So. Hatte ich das da angeguckt? You are very close. A book in my chamber is the key. Okay, du bist jetzt fast fertig. Ein Buch in meiner Kammer ist der Schlüssel zum Werk meines Lebens. Die Weisheit dieses literarischen Werks wird Ihnen helfen, meine Motive. Doch, das haben wir gelesen, aber. Das irgendwas genutzt? Nee, das war ja das andere, was hier dann war, ne? Ja, das hat mir. Hier waren wir auch fertig. Mr. Stranges Ermittlungen. Wir können natürlich jetzt erstmal gucken. Ah, warte mal, haben wir denn mal genau das Bild angeguckt? Mit den Büchern? Haben wir das angeguckt? Also wisst ihr, was ich meine? Ist da irgendwas zu sehen? Nö. Gar nichts ist da zu sehen. Ist nichts, was ich erkennen könnte. Nee. Hier war auch nichts weiter. So, hier ist nochmal das Esszimmer. Hier war auch nicht so ein Kamin, ne? Nee. Hier fehlt der Löwenkopf. So. Wir können natürlich jetzt einmal mal kurz in die Bibliothek gucken gehen. Hoch. Hier ist ja das Arbeitszimmer, genau. Und dann war doch hier irgendwo. So, und hier ist jetzt noch mal. Aber woher soll ich wissen? Warte mal, wenn eins draußen bleibt. Das nicht, das auch nicht. Okay, damit tausche ich ja die Buchstaben. Kann ich, weiß nicht, ob das klappt. Probier es jetzt einfach mal. Gib mal Strange ein. Mal sehen. Geht gar nicht hin. Oh. Hab ich nicht richtig gezählt. Habe ich da das durcheinander gemacht? Ihr Lieben, was haben wir denn noch für Ideen? Bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was uns noch fehlt aktuell.
irgendwie fehlt uns. Irgendwo müssten wir auf jeden Fall noch den Schwertschlüssel haben. Irgendwo muss der Schwertschlüssel rein, aber wo war das? Wo war das? Wo war das? Das ist die Frage. Habe ich oben irgendwie noch eine Tür nicht? Warte mal, ich bin es eben rechts rumgegangen. Was haben wir denn hier? Da muss doch bestimmt der Löwen. Wappen. In einem Wappen. Aber ausstatten? Oh Mann, ich wusste das nicht mehr, dass das Wappen für das Schwert steht. Sorry, sorry, sorry. Was haben wir hier? Ist da was? Nee, nichts für uns. Okay, dann sind wir jetzt wenigstens hier reingekommen. Ah, hier ist dieser Kamin. Alles klar. So, erstmal einmal umgucken, dann geht's los. Diese Truhe ist verschlossen, ähnelt einer Form mit dem Herz. Mal erstmal hier umgucken, ob ich was. Nein. Okay. Erstmal hier gucken. Okay, hier haben wir doch wieder was. Kann ich leider nicht anfassen. Das aber. Catherine Strange und Camilla Strange. Okay. So, hier ist auch was, was ich nicht anfassen kann. So, hier sind auch zwei Sachen. Da ist doch was, aber auch nichts. Nichts, wo ich was mitmachen kann. Leider nicht. Nee. Manchmal sind es schon ganz schön viele leere Schubladen. So, was haben wir jetzt hier? Pakete. Da liegt was. Der Patient spricht nicht. Seine Nierenatmungs- und Herzfunktionen sind optimal und seine körperliche Gesundheit ist für ein Kind seines Alters sehr gut. Obwohl der Patient über 10 Jahre alt ist, seine Knochenmerkmale, Größe und sein Gewicht denen eines 4- bis 5-jährigen Kindes entsprechen, ist die Verzögerung seiner körperlichen Entwicklung beunruhigend. Außerdem scheint der Junge unter posttraumatischem Stress zu leiden. Daher wird eine Überweisung an das Bedlam Hospital for Mentally Ills für weitere Tests empfohlen. Seltene unbestimmte Wachstumsstörung. Oh, was haben wir? Da ist noch was. Also das Halsband? Das Drehen und den Safe öffnen. Okay. Habe ich das jetzt in mein Buch geschrieben? Nee. Okay. Müssen wir uns irgendwie anders merken. Ist hier sonst noch was? Da ist doch was. Eins. Okay, eins. Nochmal eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Jawohl. Hamlet, neuer Journaleintrag zum Öffnen. Alles klar. Na, willst nicht? Ah, okay. So, neuer Journaleintrag. Aber ich dachte, ich hätte einen neuen Journaleintrag. Nee. Da, Hamlet, okay. Muss man. Ham? Vielleicht muss ich Hamlet eingeben unten bei den Büchern. Alles Bilder. Das müssen wir uns mal merken. Diese Kiste hat eine Inschrift, die lautet: Nur die elegante Hand einer kultivierten Dame kann dieses Schmuckkästchen öffnen. Alles klar. The Art of War. Okay. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, gleich an dem. Hier ist aber die Kiste, kriege ich jetzt so nicht geöffnet.
So, jetzt habe ich aber hier irgendwas, ist doch hier. So, jetzt gucken wir noch mal in mein Journal. Die Frage ist, was muss ich hier tun? Da fehlt was. Das Ziffernblatt der Kaminuhr fehlt. Vielleicht muss ich in der Bibliothek Hamlet eingeben. Hier sind ja noch mehr Zimmer jetzt. Ah ne, von da bin ich gekommen. Wir gucken jetzt erstmal noch weiter. Storage Room. Die Tür ist verschlossen. Du hast diese Tür aufgeschlossen. Alles klar, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut. Dann baue ich doch jetzt mal Hamlet. In der Bibliothek. Wir versuchen es einfach. Das sind sechs Buchstaben, müsste funktionieren. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo wir das bauen müssen, aber wir versuchen es einfach. So. Ich weiß ja halt nicht von welcher Seite. Ah, so, das ist schon richtig. Okay. Nee. So. Glaub's ja nicht. Was hat es jetzt? Oh, wow. Eieieiei. Wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Es scheint, dass jemand viel Zeit damit verbracht hat, diese komplexen Mechanismen zu entwerfen. Okay, hier sind Sachen zu lesen. Gloria Mundi. So, Untersuchungsbericht 2, der Ursprung des Lebens. Ich konnte feststellen, dass die Arten mit der größten Langlebigkeit die ältesten und primitivsten sind, die biologisch aus einfachen Zellstrukturen bestehen. Ich bin sicher, dass dieses Phänomen mit der Entstehung der Erde vor Milliarden von Jahren zusammenhängt. Diese uralten Gene, die für uns unverständlich sind, gehen bis zum Ursprung des Lebens und des Universums zurück. Und wenn meine Berechnungen richtig sind, lassen sie sich bis in die vergessenen Tiefen der kältesten und tiefsten Ozeane des Planeten zurückverfolgen. Ganz in der Nähe des Ortes, an dem die Arten bewertet wurden, in meinen Studien ihre Paarungs- und Fortpflanzungsrituale durchführen. Diese Tiere sind näher an der Quelle des Lebens. Untersuchungsbericht 1: Bioselektive Regeneration. Ich habe entdeckt, dass viele der endemischen Reptilien der Inseln, die ich auf meiner Expedition besucht habe, eine erstaunliche Fähigkeit zur Regeneration haben. Innerhalb von Stunden können sie ein verlorenes Glied vollständig ersetzen. Es ist mir auch gelungen, Quallen zu identifizieren, die anscheinend ihre Zellzusammensetzung erneuern und einen ewigen Kreislauf erzeugen, was bedeutet, wenn ich mich nicht irre, dass sie ewig leben können. Dies sind nur einige der Tiere, die ein einzigartiges Genom zu haben scheinen, das sich von dem viele anderer Exemplare sogar derselben Art unterscheidet. Ist es möglich, diese Genome zu isolieren und sie von einer Spezies auf eine andere zu transliterieren, um Zellverfall oder Zelltod bei anderen Lebewesen rückgängig zu machen? Puh, das war schon schwere Kost hier heute. Theophrastus Bombast. Alles klar. So, Untersuchungsbericht 3. Das ursprüngliche Gen. Ich bin davon überzeugt, dass die alten Mythen über das ewige Leben alle mit einer einzigen unveränderlichen Realität, dem ursprünglichen Gen des Lebens, verbunden sind.
Der Stein der Weisen, den die alten Alchemisten zu gewinnen suchten, das Elixier des ewigen Lebens, ist nichts anderes als die Versteinerung dieses Gens und seine anschließende chemische Reaktivierung. Der Brunnen der ewigen Jugend von Ponce de Leon war sicherlich eine Wasserquelle, die reich an bioaktiven Sedimenten des Genprodukts der Vorversteinerung dieser Arten war. Sogar die makabren Geschichten über Vampire und andere unsterbliche Wesen zeigen die biologische Transformation, die bei einigen Personen verursacht wurde. Die Arten mit diesem Gen in ihrer Ernährung zu sich nahmen, wie zum Beispiel eine seltene Art von Albino-Fledermäusen, die in ländlichen Dörfern im Norden Rumäniens sehr beliebt ist. Untersuchungsbericht 4. Nichts lebt für immer. Den Brunnen der ewigen Jugend oder den Stein der Weisen gab es tatsächlich. Die Analyse von Sedimenten aus den auf den Inseln gesammelten Gewässern zeigt jedoch, dass die Menge der vom Gen produzierten lebenden Enzyme im Laufe der Zeit exponentiell abgenommen hat. Mit anderen Worten, die von den Bewohnern der Insel beschriebene Quelle der ewigen Jugend ist nach und nach gestorben, Kleine. Dies erklärt, warum wir keine sicheren Beweise dafür haben, dass es Personen oder Subjekte gibt, die es geschafft haben, ewig zu leben. Ich bezweifle jedoch nicht, dass dies theoretisch möglich ist, wenn es möglich wäre, die Enzyme des Gens des Lebens durch eugenische Techniken zu isolieren und zu replizieren und dann ein kompatibles Serum auf Zellebene mit dem menschlichen Körper zu synthetisieren. Wie wäre dies möglich, den Zellabbau in unserem Körper zu verzögern oder sogar dauerhaft zu stoppen? Thesaurusk Philosophorum. Alles klar. So, da. Ist doch auch was. Okay, da brauchen wir noch eine Kombination. Was haben wir hier? Nikolaus scheint in all den Jahren nicht gewachsen zu sein. Und hier haben wir doch wieder was. Oh! Zur Praxis Coptisk, eine halbtransparente bemalte Scheibe, die zum Projizieren von Animationen verwendet wird. So. Und hier haben wir auch was. Was haben wir denn da alles? Okay, das ist aber, glaube ich, nichts, was uns jetzt aktuell hilft. Ne? Glaube nicht. Da oben steht aber noch was. Müssen wir da die Scheibe einsetzen? Ja, wahrscheinlich. So, ausstatten. Gegenstand. Ausstatten. Mache ich doch gerade. Gegenstand benutzen. Beenden. Es ist leer. Okay, warte mal. Nochmal. Okay. Das heißt, ich brauche da wahrscheinlich noch mehr davon. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was ich mit der Information machen kann. Aber wohl eher nichts.